Vor knapp 5 Jahren sind wir aus der Regierung gewählt worden. Die hessische FDP ist aus der Regierung gewählt worden. Wir sind unter den Trümmern der alten FDP fast begraben worden in Hessen. Auferstanden aus Ruinen, der Zukunft zugewandt, ist er jetzt hier, René Rock, der Spitzenkandidat der FDP in Hessen. Herzlich willkommen bei Netzrauschen unterwegs. Ja, vielen Dank, dass ich heute hier dabei sein darf. Schön hier auf dem Marktplatz in Seligenstadt, ne? Ich habe noch gar kein Plakat von Ihnen gesehen, die hängen ja sonst überall. Wie fühlt sich das an, wenn Sie sich selbst sehen auf diesen Plakaten? Fühlen Sie sich da gut repräsentiert? Ja, also es ist halt bei Plakaten immer so, sie müssen einem selbst gefallen, sie müssen auch was über einen sagen. Die sind schon voll auf die 12, die Plakate von Ihnen, ne? Erfolg ist kein Privileg und immer schön in die Kamera gucken. Ist das der richtige René Rock, den ich da sehe? Jetzt tragen Sie einen Anzug. Ja, das ist unterschiedlich, wie man auftritt. Das gehört halt zum Job dazu. Manchmal trägt man Anzug und manchmal trägt man halt eben Hemd. Und eigentlich trage ich lieber Hemd. Also den ehrlichen, genau, das ist nicht... Ich habe hier eine alte Autogrammkarte von Ihnen gefunden. Gibt es bei eBay, 1,49. Ja, also ich habe keine gekauft. Ja. Gut, lassen Sie uns ein bisschen zusammen auf das Programm gucken. Die nächste Stufe Hessen plakatieren Sie oder Stufe 3? Mhm. Was finden Sie besser, Stufe 3 oder die nächste Stufe Hessen? Der Claim ist die nächste Stufe und für mich selbst ist das Thema dritte Stufe eben das, was das wichtigste Thema ist. Wir haben uns auf die Straße begeben und gefragt, die nächste Stufe Hessen, was könnte das eigentlich sein? Die nächste Stufe Hessen? Irgendeine dämliche Erfindung der CDU oder was? Ist irgendwie auch wieder so ein blöder Spruch. Das ist ein Slogan, der hat nichts, da ist nichts dahinter. Typisch FDP. Oh, das ist aber gemein. Finden Sie gemein? Ja. Naja, die konnten nichts damit anfangen. Was ist denn die nächste Stufe Hessen? Ja, ich glaube, das ist leicht zu erklären. Wir haben ja in Hessen jetzt eine Situation, wo man nicht sagen kann, in dem Land läuft alles schlecht. Ja. Und wir haben in Hessen eine Situation, ich glaube, die meisten Bürger würden sagen, ja, das ist okay in Hessen. Und wir wollen eben sagen, Stillstand reicht nicht, sondern wir wollen die nächste Stufe erreichen. Wir wollen jetzt auch die Leute nicht erstrecken mit massiver Fortschritt, sondern sagen, wir gehen so jetzt ganz kontinuierlich. Stufe für easy Stufe. Ist vielleicht das falsche Wort, aber eben ganz zielstrebig eine nächste Stufe nach vorne und nach oben. Das ist unser Ziel. Aber wohin führt die Treppe? Nach oben. Ah, nach oben. Okay, lassen Sie uns einfach auf den Wahlkampf gucken. Hier sind Sie beim Wahlkampf und hacken sozusagen den Wahlkampf der Grünen. Bildbomb. Und kommen mit Ihrem alten, wahrscheinlich ist ein Euro 4 Diesel, an den Hybridfahrzeugen vorbeigefahren. Auf dem Ding steht erst stehen die Autos still, dann das ganze Land. Was wollen Sie uns damit sagen? Na, ist klar, wir haben ja in Frankfurt die Situation, dass wir das härteste Dieselfahrverbot uns eingefangen haben, dass es in ganz Deutschland gibt. Und was dort in Frankfurt angeordnet ist, wird die gesamte Rhein-Main-Region stilllegen. Sie müssen sich vorstellen, in Frankfurt sind unsere besten Krankenhäuser, also viele gute Krankenhäuser. Und Sie würden vor allen Dingen mit der Wahlkampfkarre auch nicht mehr reinkommen nach Frankfurt. Ja, auch mit meinem Privatauto nicht. Und 700.000 Hessen kommen da nicht rein. Und das kann man sich jetzt lustig drüber machen. Aber 700.000 Hessen verlieren Tausende von Euro Wert. Und das ist nicht verhältnismäßig. Und darum finde ich das auch ein bisschen... Mir liegt es echt total fern, mich drüber lustig zu machen. Ich frage mich nur, welche Lösung ist denn das? Also Sie fahren jetzt mit der Karre rauf und sagen, so, steht alles still. Was können Sie denn machen? Na, wir müssen jetzt erstmal Rechtsmittel einlegen und dann müssen wir deutlich machen, dass es nicht verhältnismäßig ist, was dort der Richter angeordnet hat. Und das ist eine juristische Argumentation, bei der Sie hoffen, da kommen Sie dann aus der Nummer raus. Ja, nicht nur hoffen. Wir werden am Freitag nochmal einen 5-Punkte-Plan vorstellen, in dem wir verschiedene Vorschläge machen, die auch kurzfristig greifen können. Und da arbeiten wir dran, weil die Landesregierung momentan sich hinstellt und sagt, Berlin ist schuld. Die sagen, die warten echt drauf, dass die Berliner Koalition sie rettet. Eins der Themen, was sie wirklich bewegt, Bildung. Sie sagen, die notwendige Qualitätsoffensive für Kindertagesstätten ist halbherzig. Man muss dazu vielleicht erklären, hier in Hessen ist es jetzt so, 6 Stunden Kindergarten kriegt man kostenlos. Alles, was danach kommt, muss man zahlen. Und sie sagen, das ist halbherzig und funktioniert nicht. Warum? Nein, wir haben ja eine ganz andere Haltung dazu. Wir sagen, mittlerweile sind 2/3 der Kinder über 7 Stunden in der Kita und 1/3 der Kinder über 9. Und das erst seit 10 Jahren geht dieser Trend nach oben. Und wir haben aber nicht die Qualität unseren Kitas. Wir wollen erst die Qualität und dann die Kostenfreiheit. Wir haben uns sogar völlig gegen die Kostenfreiheit ausgesprochen, sondern wir wollen erst, dass es mehr Erzieher gibt in den Einrichtungen. Sie wollen erst mehr Erzieher und dann sozusagen die Kostenfreiheit. Wir sind auf die Straße gegangen und haben mal gefragt, wem das eigentlich bisher schon nützt, so wie es gemacht ist, also mit der teilweisen Kostenfreiheit bei 6 Stunden.
Die Menschen, die es sich leisten können, in eine teure Kita zu gehen, die haben ganz viele Möglichkeiten für ihre Kinder. Wer viel Geld hat, kann ja auch 1000 Euro bezahlen. Wer halt einen Lohn hat in der Familie, der muss sie umsonst kriegen. Wenn man 2 oder 3 Kinder hat, ist es ja fast unbezahlbar. Da müssen Frauen arbeiten gehen, ganz tags, um dann ihr Kind in die Kita zu geben, damit sie das bezahlen können. Also was Sie sagen, ist ja im Prinzip für Leute mit viel Geld mag dieser 6-Stunden-Ansatz halbherzig sein. Für die, die wenig Geld haben, hilft das aber schon mal. Also die Regelung ist ja einfach, die Menschen, die zu wenig Geld haben, kriegen ja heute schon ihren Kindergartenbeitrag bezahlt. Und natürlich brauchen wir Geschwisterregelungen. Das heißt, wenn ich 2, 3 Kinder habe, dass ich nur eins bezahle, die anderen laufen so mit. Aber das muss natürlich so sein, dass wirklich die, die es brauchen, kriegen und nicht alle. Also ich würde jetzt auch nichts mehr bezahlen müssen für die ersten 6 Stunden. Und mir haben die 100 Euro nicht wehgetan. Und jetzt will ich Ihnen noch mal eins sagen. Diese Kostenfreistellung ist eine Maßnahme, die hilft der Familie in ihrem Einkommen. Aber die Kinder in der Kita haben gar nichts davon. Schließt sich das aus? Qualität verbessern und Kostenfreiheit? 310 Millionen Euro können Sie jetzt Gebühren freistellen. Sie können die 310 Millionen nehmen und 6.000, 7.000 Erzieher einstellen. Sie können die 310 Millionen nicht einfach so machen, das ist doppelt so viel. Verstehen Sie? Also Sie müssen ja mal entscheiden, wollen Sie in die Qualität investieren oder alles umsonst? Und da haben Sie eine ganz klare Position. Qualität. Lassen Sie uns noch weiter nach vorne gucken. Mit wem könnten Sie sich das vorstellen, nach der Wahl zusammen zu regieren? Das ist ja immer so die große Frage. So diese Idee mit den Grünen vielleicht was zusammen zu machen? Verbauen Sie sich ein bisschen mit solchen Plakaten, ne? Vernunft statt Ideologie, Baustopp für Windräder. Wie soll das gehen, da noch zusammenzukommen? Ja, also die Grünen regieren ja momentan und ich habe immer so den Eindruck, sie haben echt Spaß dran gewonnen zu regieren und da sind sie auch zu vielem bereit. Wir haben das ja jetzt in Hessen erlebt. Also immer das Bündnis, das ausgeschlossen worden ist, ist nachher verhandelt worden. Also, sie meinen also, Sie kriegen das mit den Grünen noch zusammen, selbst wenn Sie hier plakatieren, Baustoff für Windräder? Ich glaube, dass die Grünen gerne weiter ihre Minister stellen in Hessen und darum werden die auch am Ende flexibel sein, weil sie brauchen unsere Stimmen und dann muss man auch einen Kompromiss finden. Und ich finde ja, in Hessen ist es so, wir haben kaum Wind, wir haben unglaublich viel Wald und die Windräder in Hessen stehen in den schönsten Naturschutzgebieten, das kann den Grünen da auch nicht gefallen. Wenn Sie jetzt sagen, Sie erwarten sozusagen vom politischen Gegner da Flexibilität, wird das dann bei Ihnen nachher wieder so eine Nummer, lieber nicht regieren, als so eine Sprüche dann doch auf Ihrer Seite auch revidieren? Naja, wir sind ja als hessische FDP und in so einem Landtag, wir sind ja bekannt untereinander. Ja, wir kennen ja uns alle und wir wissen, wo die Schmerzpunkte sind und wo die negativen Punkte sind. Und es gibt auch mit allen Parteien Überschneidungen. Man kann sich natürlich jetzt die raussuchen, die am problematischsten sind. Da wird man schnell wissen, findet man eine Lösung, einen Kompromiss, wie mit dem beide leben können oder nicht. Aber es gibt natürlich auch Schnittmengen. Und von daher kann man natürlich immer die Punkte raussuchen, die problematisch sind. Das ist der problematischste, die Energiepolitik. Ja. Und da wird sich relativ schnell zeigen, finden wir zueinander oder nicht. Und ich denke, da machen die Grünen sich ja auch Gedanken, wie man da Kompromisse finden kann. Es bleibt also spannend, ob grün, ob rot, ob gelb. Herzlichen Dank, dass Sie da waren, René Rock. Vom Marktplatz in Seligenstadt war das Netzrauschen unterwegs. Heimatstadt. Danke, dass Sie da waren. Und ich klappe den Rechner zu.